So Leute, willkommen hier zu einem neuen Let's Play von mir. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht... Lol, Ruckle. Das ist erstmal ein kleiner Versuch. Ich habe mir jetzt Daisy Standalone geholt. Hab vorher noch nie Daisy wirklich gespielt. Nur kurz mal so zwischendurch den Mod damals. Womit ich aber schnell wieder aufgehört habe, weil schon das Ganze installieren war mir zu doof und bla bla bla. Und dann, naja, hat nicht so meinen Vorstellungen entsprochen irgendwie. War auch nicht gerade flüssig bei mir, muss ich sagen. Ja, vielleicht kann ich es ja jetzt öfter spielen und dabei auch aufnehmen. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal, wobei ich sagen muss... Wirklich gute Frames habe ich hier auch nicht. 10 Frames. Alter, ich hasse... Ah, mein Computer ist einfach so eine scheiß lahme Möhre. Natürlich weiß ich ungefähr, worum es in dem Spiel geht. Also, oder ich weiß, worum es geht, denn ich gucke viel das Let's Play von Pizmeet darüber. Oho, und ich habe Glück. Ich finde hier gleich einen ganz großen und schicken Rucksack. So. Aha, super. Ich glaube, ich muss irgendwie was an den Einstellungen ändern. Wir können ja mal, ich kann ja mal gucken. Konfigurieren. Effekte. Musik. Video. Gesamtqualität. Machen wir mal nur auf hoch. Oh. So. V-Sync aus. Ich glaube, ich muss mir da vielleicht nochmal eine Folge von Pizmeet angucken, in der gezeigt wird, wie man die Einstellung am besten macht. So, kann ich jetzt wieder ins Spiel rein? Wäre nett, danke. I feel hungry. Aha. Da geht's wieder runter auf 11, 12 Frames. Ja, ich glaube, ich brauche das Spiel nicht vorstellen. Es ist halt noch in der Alpha-Version. Ich weiß auch nicht, wann jetzt der letzte Patch war oder der nächste kommt. Ich habe mich jetzt noch nicht wirklich schlau gemacht darüber. Ich dachte, man legt's einfach mal los. Machst mal so eine Runde. Stündchen. Kann man in die... Ah, so geht man in die Hocke. Was sind das? Das sind die gleichen Schuhe, die ich habe, ne? Athletik-Shoes. Lol, da schießt eine. Stehe ich wieder auf. Nein, nicht kriechen! Lol, mega Ruckle. Ach, mit C. Okay, aber da hat einer geschossen. Aha, und so geht man, ja? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich hätte mir vielleicht vorher mal am Laptop eine Karte öffnen sollen. So, und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal rauszufinden, mit welcher Taste... Ah, damit spreche ich. Oh, jetzt hat mich vielleicht einer gehört. Hoffentlich nicht. Gut, denn falls wir andere Spieler treffen, hoffe ich, dass die freundlich gesinnt sind uns gegenüber. Oh, das ruckelt. Ja, ich dachte mir gestern Abend so, war am Überlegen. Ich war sowieso schon längere Zeit am Überlegen, ob ich es mir hole. Und dachte mir so, ach komm, für 24 Euro eine Alpha-Version, dafür kriegst du denn nachher sozusagen die Vollversion, musst du dir nicht extra teurer kaufen. Und hab's mir dann gestern Abend gekauft. Was haben wir hier? Ein Raincoat. Über damit. Ja, und über Nacht dann installiert. Genau das gleiche überlege ich auch gerade mit Minecraft. Wenn ihr Minecraft-LPs vielleicht sehen wollt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben.
Minecraft bis jetzt immer nur bei Freunden gespielt. Lol, hier hat einer was getrunken. Was sind das hier? Nehmen wir mal einfach alles mit. Weiß zwar nicht, wozu es gut ist. Hab zwar auch noch eine Minecraft-Welt beim Kumpel gebaut. Hab die auch auf meinen USB-Stick oder auf meiner externen Festplatte drauf. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber hier hat gerade einer getrunken. Keiner zu sehen da draußen. Ach, von hier kommen wir ja, scheiße. Ja, mein Orientierungssinn in diesem Spiel ist noch nicht so gut. Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal die Mod gespielt habe, war ich in Elektro, das weiß ich noch. Hab da gleich geilen Loot gefunden, aber das hat so geruckelt, dass die Zombies mich platt gehauen haben. Und als ich dann im Wald geflüchtet bin, bin ich verblutet, weil ich nichts mehr zum Verbinden hatte. Die scheiß Zombies mir hinterhergelaufen sind. Na, 13 Frames ist hier auch nicht das Wahre, muss ich sagen. Also wenn ich schießen soll und hier einen sehe, ich glaube, der ballert mich um. Aber natürlich wollen wir nicht einfach drauf losballern. Wir schießen bloß, um uns zu wehren. Oder natürlich, wenn wir geilen Loot haben, können wir ja ein paar Leute ärgern. Ausrauben oder was ich weiß ich. Aber erstmal wollen wir natürlich friendly spielen. Wir haben ja so gut wie keine Erfahrung in dem Spiel. Und ich glaube, ich sollte was zu... Ach, was zu essen? Ich dachte, man startet immer mit Durst. Lol. Zombie. Wo? Oder gibt es wie in den Pizmeet-Aufnahmen immer noch diese Zombie-Geräusche, die man serverweit hört? Ich weiß ja noch nicht, wie lange der letzte Patch her ist. Vielleicht wurde das ja gepatcht. Ja, I want to eat something. Wenn ich hier noch was finde, dann kriegst du gleich... Ich glaube, wir sind in Elektro, ne? Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor von früher. I want to eat something. Ja, ich hab's kapiert, Junge. Nein, Mädel, ich bin ja ein Mädchen. Obwohl ich eingestellt habe, dass mein Charakter männlich ist. Das scheint wohl noch nicht so ganz zu funktionieren. Ah, das ist eine Regenrinne. Ich dachte, da wäre ein Zombie im Haus drin, so in der Wand. Boah, mega leck. Ich muss mir unbedingt nochmal angucken, wie man das einstellen muss. Ob es da oben Loot gibt? Das hört sich dann daran an, als wenn eine Munition oder so aufsammelt. Oder Geld. Aber Geld gibt's hier ja nicht, also wird's Munition sein. Sieht nicht so aus, als wenn da oben was ist. So. Sieht auch aus wie so ein Industriegebiet hier. Scheint doch nicht Elektro zu sein. Elektro ist wesentlich größer, ne? Oh, die Tür ist zu. Kann man da rein? Nein, da kann man nicht rein, so ein Scheiß. Ich brauch was zu essen. Frag mich, ob, ja, ist bestimmt noch so, dass man, dass der Server, der Loot bloß respawnt, wenn der Server neu gestartet wird. German Shoxy verliert die Verbindung. Ah! Wir sind doch in Elektro. Das ist Elektro. Da ist die Kirche und die Feuerwehrwache. Wir sind in der Vorstadt von Elektro.
Marschieren wir jetzt mal Richtung Kirche und dann Feuerwehrwache, würde ich sagen. Alter, wird Zeit, dass ich nächsten Monat meine neuen Teile hole für meinen neuen Prozessor, den ich mir holen will. Und dann sollte das eigentlich nicht mehr ruckeln. Dann kann ich auch endlich mal Battlefield 4 aufnehmen. Könnte auch mal wieder Battlefield 3 spielen, eine Runde. So, da dann. Müsste es hier nicht auch irgendwo in den Supermarkt gehen? Ich habe auch ein paar Daisy-Aufnahmen mal gemacht auf meinem alten Kanal. Ich weiß aber nicht, ob die noch vorhanden sind, weil... Da hatte ich ja Probleme denn so mit Urheberrecht und blablabla, weil ich Assassin's Creed 1 Let's Playen wollte. Und konnte dann nichts mehr hochladen. Ich weiß nicht, ob die Videos, die müssten ja noch vorhanden sein. Könnt ihr ja gerne mal rauf reingucken. Das wäre unter dem Namen Frauenarzt Freak 3 oder so, habe ich mich damals genannt. Das war noch so ein ganz alter Name, mein erster YouTube-Account. Da fiel mir damals nichts Besseres ein. Und da habe ich auch noch keine Spiele gespielt, da war das nur mehr um Musik zu hören und so. Oder irgendwas zu gucken, was ab 18 ist, und ich war noch nicht 18. Hat mich dann halt auch, der was? Da liegen Messer, kann man die aufheben? Oh, was ist? Ich habe ein Messer, ein Küchenmesser. Was ist das? Map of Chernarus. Die nehmen wir mal mit. Und ruinierte Rags, aber Bandagen sind das ja, ne? Die können wir vielleicht gebrauchen. Und wenn ich jetzt die 1 drücke, kann ich mir dann die Karte angucken, oder... Wie gucke ich mir denn die Karte an? Hm, geht nicht. Packe ich die wieder im Rucksack? Geht auch nicht. Dann lasse ich sie da unten. Oder kann ich mit M? Nö. Ich habe mir auch einen deutschen Server gesucht. Ich hoffe, dass die Leute hier auch Deutsch sprechen, die hier drauf. Alter, hier hat doch irgendeiner was getrunken. Alter, diese Lags sind scheiße. Ich hätte jetzt gerne mal was zu essen. Trinken vielleicht auch mal so ein bisschen. Haben wir hier? Blue Dark Jeans. Ist ein bisschen zerrissen, ne? Badly Damage. Christine. Ah, ne! Da sind meine Sachen drin. Nö, nö. Will ich behalten. Wieso gehe ich denn jetzt? Achso. Alles gut. Alter, meine Framezahlen, die... Ich mag die gar nicht angucken. So schlecht sind die. 9 Frames, Alter, super. 9 Frames, 10. Das wird immer besser. Ich glaube, diese Mega-Ruckler haben nichts mit den Frames zu tun. Das ist irgendwie was anderes. Ah, Blue Jeans, die habe ich an. Ja, hier ist ja auch nichts drin. Eine Waffe wäre auch nicht schlecht. Irgendwie mal so, weiß ich nicht, eine Axt oder so, würde mir ja schon reichen. Ich glaube, hier noch was zu finden ist die Chance sehr gering. Und ich habe jetzt irgendwie nicht drauf geachtet, wo ich hinlaufe. Lol, da hat einer nachgeladen. Das ist ein Krankenhaus, ne?
Vielleicht gibt's hier noch was.